Er kann den Ball behalten, denn sobald er sich vor diesen Verteidiger stellt, ist der Verteidiger gefangen. Das Einzige, was der Verteidiger hier tun kann, ist entweder weiter vorwärts zu laufen und den Jetzer zu foulen, oder er muss sein Tempo drosseln und einfach hinter ihm bleiben. Fabregas ist auch fantastisch darin. Er ist ein kleiner, eher zierlicher Spieler für den Profifußball, aber er dreht und wendet sich ständig und stellt seinen Körper zwischen den Verteidiger und den Ball. Und wie ich schon sagte, laufen die Verteidiger entweder weiter und foulen ihn und dann bekommt er seinen Freistoß, oder sie müssen langsamer werden oder versuchen, um ihn herumzukommen. Und dann kann Fabregas im Grunde genommen in einem langsamen Tempo an ihn vorbeiziehen. Also als langsamer Spieler ist das Schlimmste, was du tun kannst, einfach Seite an Seite mit einem Spieler im Laufduell zu rennen.